Moin und willkommen zu einer neuen Runde Epic Auto Towers. Wir starten direkt rein. Gucken mal, was man uns hier bietet. Da hätten wir natürlich die Chance, direkt zum Beispiel den Snake Tower zu bekommen. Hier auch. Irgendwas gratis. Ja, warum? Warum nicht den, den ich sowieso nie baue? Den werde ich diesmal nehmen, würde ich sagen. Ja, weil wir haben ja hier ein paar von denen. Das heißt, der levelt ja relativ schnell hoch. Ach shit, ich habe dieses komische Ding da. Hätte ich ja aufwerten können. Gerade nicht so spannend. Also der levelt natürlich ganz gut hoch, ne? Aber ich weiß nicht, ob es das ist, was nachher den Sieg oder Niederlage ausmacht. Bin noch nicht sicher. Dafür müsste ich hier die Guardian Tower vielleicht auch mal ein bisschen weiter aufwerten, aber dafür müsste ich sie auch erstmal hier unten in der Auslage bekommen. Ich denke mal, dass der erste Boss auch kommt, bevor ich soweit bin. Ja, da hätte ich jetzt genau Platz gehabt. Moment, der ist wichtig. Also, gut. Bin eh beide. Wobei, die Katze nutze ich die nochmal eben. Ah, schade. Ich hatte gehofft, nochmal einen von denen zu bekommen. Schon. Und das ist, wenn man das jetzt mal eben so überschlägt, eigentlich nicht möglich. Beziehungsweise ist das dann fertig? Ja. Wollen wir den nochmal mit rein?
den da noch hin. Glaube ich sogar sinnvoller als. Ja. Obwohl dann hätte der. Ah. Shit. Naja, gucken wir mal. Ja, nice. Was haben wir hier? Kosten 1 Gold weniger. Alle Tower kriegen temporären Bonus von plus 5 plus 5 am Start des Battles. Das mache ich doch, weil der behält ja die temporären Boni. Das kann ich jetzt hier alles nicht nehmen, weil ich keinen Platz mehr habe. Und ob ich es davon besitze. Ist natürlich schlecht, keine Ahnung, wie ich den aufleveln soll. Das geht ja eigentlich gar nicht. Dafür müsste das Ding dann irgendwann mal. Oder noch besser der. Ja, geht immer noch nicht. Das geht auch alles nicht. Smoke. Macht das denn überhaupt Sinn, den aufzupushen? Nee. Ich ja eigentlich irgendwann entsorgen. Na gut. So, plus 5. Schon mal nice. Remove Token. Der kommt weg. Weil das Ding dahin kommt. Was bringt mir das weitere Aufwerten von dem? Wahrscheinlich nur Werte hier unten nochmal, ne? Die ersten Türme werden noch gut weggesnackt. So, das heißt, den brauche ich ja eigentlich schon gar nicht mehr weitermachen, weil hier ist alles voll. Also momentan rettet echt hier diese Obsidian Tower.
Frage ist, wann taucht der nächste Boss auf, ne? Ja, der Schaden ist ja grundsätzlich schon mal nicht schlecht, den ich mache, aber... Ob das reicht? Mal gucken. Die ersten Türme halten echt nichts ab. Okay, der geht wieder mal in Höhe. Bevor der Boss kommt auf jeden Fall. Attacke. Ja, der Obsidian Tower hält immer noch. Rachen aufwerten. Zum 021-21, aber die 100% Damage. 8 Gold. Ich brauche. Die wird's nice daneben, ne? Die gar nicht leisten. Wie dämlich war das denn gerade? Uiuiuiui. Hier kommt da erstmal nur so ein einzelner Wolf. Total blöd mit dem Drachen. Okay, jetzt kommt er gleich. Das könnte ich ja schon mal, falls wir überleben, das nächste Ei ein bisschen voranbringen. Okay, dafür habe ich kein Geld mehr. Alter, keine Chance. Doch. Extra Tower Slot. Wow. Zwei Experience ist halt nichts mehr, ne? So, der würde jetzt einen Drachen consumen.
habe tatsächlich keine Ahnung, was die mir jetzt gleich bringt. So, dann denke ich eh, dass es jetzt sehr, sehr übel werden wird. Was ist das? Ah, okay. Alles klar. Na gut, dann haben wir die Demo zumindest auch einmal durchgespielt. Also geht es nur darum, erstmal die ersten zwei Bosse zu killen. Aber interessant. Das Spiel macht auf jeden Fall Spaß. Ich denke mal, wenn es rauskommt, wird es ein paar weitere Runden geben. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.